So, und weiter geht's. Diesmal tatsächlich mit einem PvP-Teil, habe ich mir überlegt. Ich habe mit meinem anderen Elementaristen schon mal PvP gemacht. Das heißt, ich habe schon so ein ganz bisschen Ahnung, wie das so abläuft. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an, wie das abläuft. Ganz langsam. Außer die Einführung, die werde ich ein bisschen überspringen oder auslassen. Weil es ist wirklich so selbsterklärende Sachen, wie dass man Leute wiederbeleben kann, wenn man sich in Punkte stellt, dass man die dann einnehmen kann und dass man Gegner töten kann. Also, das sind die Hauptbestandteile. Ja, genau. Und PvP wird im Herz der Nebel gemacht. Schauen wir mal, was sich denn gleich da so tut. Ich weiß ja gar nicht, wie lange. Ich nehme jetzt irgendwie schon ein paar Stunden auf, ne? Ich muss ich noch alles hochladen, so eine Scheiße. Und das mit dem 10 und bis 30 Zustand wird besser. Kilobits pro Sekunde. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange es dann dauert, mal so ein paar Was kann ich für euch Gigabyte tun? hochzuladen. Oh, was für Schmerzen! Nein, hier, wir gehen jetzt hier zu dem PvP-Browser. Das ist sein offizieller Name. Die Geister der Wildnis empfangen Ja, euch. zeig mir mal. Und ja, wir sagen jetzt einfach mal jetzt spielen. So sieht jetzt Spielen aus. Es passiert Ihr müsst sofort. öfter vorbeikommen. Nein, wir müssen jetzt einfach nur spielen. Oder ist er gerade so ausgelassen, dass er mich nicht zuweist? Doch, okay. Vermächtnis des Feindfeuers heißt die Map. Offensichtlich. Ganz kurz einen Schluck nehmen. Moment. Und dann schauen wir mal weiter, was uns da erwartet. An sich war meine bisherige Erfahrung, dass PvP richtig lustig gemacht ist, weil. Okay. Wahrscheinlich, weil ich zweimal gedrückt habe, macht er mich jetzt auf eine andere Map. Ich bin im roten Team, das verliert gerade. Ich werde versuchen, das so ein bisschen nebenbei zu erklären. Also, hier ist mein Startpunkt und es geht jetzt darum, diese drei Punkte hier Ihr einzunehmen. habt den Friedhof eingenommen. Das ist der Sprecher von Extra 3, oder glaube ich zumindest, der immer die Sendung mit der Maus, die Sendung mit dem Klaus erklärt hat. Und ich werde jetzt zu dem blauen Punkt laufen und versuchen, ihn einzunehmen. Dazu habe ich jetzt diese Zauber. Ich habe einen Stab. Ich verlasse mal kurz das Battleground. Das geht ja so gar nicht. Ich kenne die Attacken vom Stab gar nicht alle. Die vom Dolch haben wir uns ja größtenteils schon angeguckt. Aber so geht das ja nicht. Ich muss mir ganz kurz mal schauen. Aber das kann ich eigentlich auch aufnehmen. Vielleicht ist das auch interessant für einige, weil ich fange mal wirklich ganz von vorne an. PvP ist hier so, dass man sich, dass jeder ein Start-Equipment bekommt. Das heißt also hier, Stufe 80, Stufe 80, Stufe 80, Stufe 80, Stufe 80, Stufe 80 und alles ein Z-Item. Hier haben wir noch den ganzen anderen Krimmelkram. Und ihr seht, was man für Werte auf 80 Ja. ungefähr bekommt. Wie geht's? Ich habe jetzt auch 18.245 Leben. Die Sachen hier, die habe ich jetzt alle freigeschaltet. Die Eigenschaften sind auch alle auf Maximum. Warum auch immer das hier 30 hat Hallo, und die Fremder. anderen nur 10. Aber egal. Ich mache das mal anders. Geil. Kann man einfach so zurücksetzen. Mache ich mal Wasser hier voll. Weil Wasser fand ich schon ganz cool. Und die anderen mache ich alle auf 10. Sag ich mal, ne? Weil durch Wasser, ihr seht's, hat man richtig viel Lebensbonus. Und was soll ich mit Arkane Macht? Segensdauer, Aufladerate von Übereinstimmung. Völliger Schwachsinn. Ich mache jetzt, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das so ein Schwachsinn ist, aber ich mache jetzt, das erhöht auch meine Zähigkeit. Damit überlebe ich länger und ich glaube, das ist für PvP relativ wichtig. So, das heißt also, ich mache jetzt hier erstmal, das habe ich alles noch gar nicht gezeigt, will ich auch gar nicht so drauf eingehen. Ich gucke trotzdem mal. Auch wenn wir das erst mit Level 11 kriegen, was wir hier machen können. Wasserfähigkeiten werden schnell aufgeladen. Verwundbarkeit. Arkane und Siegel, ne? Keine Ahnung. Schwarzmagie gewährt Regeneration und Elan.
sicherheitshalber wirken. Nee. Entfernt einen Zustand von euch und euren Verbündeten, wenn ihr euch auf Wasser einstimmt. Hä? Versucht zusätzlichen Schaden, wenn eure Lebenspunkte über 90... Nee. Dann mache ich lieber das hier. Hallo, Fremder. Oh Gott, sind das viele. Alle eure Wasserfähigkeiten... Ach, da kommen noch denn welche hinzu. Das sind alles die gleichen. Entfernte Brennen und Kühle. Aha. Ihr verursacht Schaden, bewirkt Kühle und Verwundbarkeit bei den Gegnern in der Nähe. Oh, das ist gut. Das ist gut. Und dann noch hier. Hier hatte ich eben geguckt. Schneller. Schwarzmagien. Was sind denn Schwarzmagien? Keine Schwarzmagie. Keine Schwarzmagie. Keine Schwarzmagie. Keine Schwarzmagie. Ist doch alles keine Schwarzmagie. Was soll denn das? Dann mache ich das auch nicht. Nebelform, Frostbogen und Siegel des Wassers verleihen 6 Sekunden. Das ist gut. Das ist meine Nebelform. Die benutze ich bestimmt. Aber was, nur mal Interesse halber. Achso, X ist weg. Entfernt einen Zustand, der euch selbst und einen Verbündeten direkt dazu. Hä? Achso. Ah. Auch ein Wirken, nö. Ist gut so. Ich finde das schon ganz gut gemacht so. Es kommt Erdmagie. Ihr erhaltet Zähigkeit, wenn ihr eine kanalisierte Fertigkeit einsetzt. Aha. Siegel werden. Aha. Ihr erhaltet Erdrüstung, wenn ihr eure Lebenspunkte 50%. Oh ja. Oh, das klingt gut. Ihr richtet 5% mehr Schaden bei Bluten. Oh, das klingt noch viel besser. Nimmt einen Schutz, wenn ihr eure Aura von euch selbst anwendet. Nee. Wenn ihr Nahkampfreichweite. Ja, das ist perfekt. Dann hier, da kennen wir die alle. Ihr fügt 10% mehr Schaden zu, während ihr auf Ja, mit verursachte Blutung erhalten. Ja. Leute, in Zuständen für Krüppelung und Nässigkeit. Erdwaffenfertigkeiten. Ist okay. Oh, das ist schwierig. Ich nehme mal das hier. Das klang ganz gut. Da haben wir dieses Erdbeben und so. Zustand bessert sich. Gesättigt. Jetzt gucken wir hier mal. Lavafontäne, wenn ihr angeschlagen seid. Alle 30 Sekunden. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, wie stark die ist. Schwört ein feuriges Großschwert. Und ach so. Ah, es ist okay. Moment, ich gucke mal kurz, was ich für Skills habe. Ja, gucke ich dann mit Dolchen. Ansonsten gucke ich erstmal weiter, vielleicht gibt es auch irgendwas. Schwarzmagien erhöht, gewähren euch 3 Stapel an Macht. Okay, keine Ahnung, was ist denn eine Schwarzmagie? Ach, ich habe auch vorhin hier geguckt, ich habe ja nachher andere Zauber. Egal. 30%. Brennen, Krit, das mache ich ja eh so wenig. Ja. Ist nett. Bei Zielen mit weniger als 25. Oh, das ist gut. Wenn die am Ende sind und sich versuchen zu heilen oder von anderen geheilt werden, könnte ich sie damit ein bisschen unterbinden. Nee. Hä? Augen verleihen bei... Nee. Eure Ausdauer regeneriert beim Kanalisieren von welchen... Okay. Erfrischend. Nö. Glyphen werden... Sind das hier nicht Glyphen? Was sind nochmal Glyphen? Er wirkt 5% für alle. Mögen die 6 euch behüten. Oh, da bin ich also dauerhaft schneller. Nach 50 Sekunden, nach einer Minute. 5% eurer Präzision wird in Heilung umgewandelt. Nee. Nehmen wir das hier. Das war ganz gut. Das ist so ein Finisher-Ruf. Und das ist auch ganz gut im PvP, sonst heilen die sich ja. Das ist alles uninteressant. Besorgen wir uns jetzt nochmal Ausrüstung. Wir wollen ja mit Dolchen kämpfen. Ich rufe die Macht des Sturms. Ein bisschen schneller. Und dann holen wir uns jetzt von ihm hier PvP-Gegenstände. Weidmannsheim. Können wir reden? Ja, können wir gerne. Was willst du denn reden? Nein, ich will nur meine 2 Dolche haben. Ihr müsst öfter vorbeikommen. PvP-Schwert der Glut. Ich habe ein PvP-Schwert. Nein, ich will ein Dolch haben. Und
Man kann nie zu viele Schätze haben. Ja, kann man wirklich nicht. So. Und dann kriegt man so eine Sigille. Erhöht die verursachte Blutungsdauer um 10%. Brenndauer, Verkrüppelungsdauer, plus 5 Kritterschance, plus 5% Schaden. Ist ja irgendwie geiler als das, ne? Aber eingefrorenen verursachte Giftdauer, Betäubungsdauer, Wundbarkeitsdauer, erhöhte Schwächedauer. Besonderes Zustand für jeden besiegten Gegner. Aha. Wieder aufgefüllt, ne? Hätte 10% für jeden besiegten. Oh, okay. Lebenspunkte bei jedem besiegten Gegner ist auch nicht schlecht. Reitet eine Ladung für jeden besiegten Gegner. Oh. Nett, aber da muss ich natürlich. Aber wenn ich. Nee, wenn ich angeschlagen bin, dann ist das blöd. Für jeden besiegten Gegner? Nein. Nee. Nee, so gut bin ich nicht. Ihr hättet Eile bei jedem besiegten Gegner. Oh, das ist nett. Erzeugt einen Blitzschlag. Wenn ich kritte, aber so viel Krit habe ich nicht. Fügt Blutung zu. Oh, das ist aber nett. Wie viel Crit habe ich? 13%. Nicht so doll, ne? Kurz meine Dolche ausrüsten. Habe ich jetzt irgendwo Schwarzmagie? Hier kommen die Flammen! Schwarzmagie. Oh, der macht ja viel. Schwarzmagie. Nö, sieht alles nicht so nach Schwarzmagie aus. Der Wut. Meine Schnelligkeit. Nö, dann mache ich das jetzt ganz einfach. 5% Schaden. So. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Was gibt's hier noch? PvP ruhiger durch? Ja, was sind das denn? Stationäre Gegenstände? Hä? Legendär? Exotisch? Das ist doch viel schlechter als. Was bringt das hier? Bis nächstes Mal. Egal, machen wir das jetzt mal rein da. So, und den schmeißen wir weg. Jo. So, da können keine Runen rein. Ansonsten Rücken und sowas, das wäre eigentlich auch ganz geil, ne? Vielleicht bei den Rüstungen. Gibt es das für ein. Wahrscheinlich nicht. Runen gibt es aber. Unsere Taten spiegeln sich im Traum. Sind Runen jetzt was anderes als diese. Was war denn das? Ich probiere einfach mal, ob ich kaufe mal so eine. Jo. Jo, nö, Giftdauer brauche ich nicht. Eilerdauer, kritische. Nö. Brenndauer, nö. Blutungsdauer, Eiledauer. Alles hat ein Recht zu wachsen. Wutdauer, nö. Oh, das klingt nett. Man kann nie zu viele Schätze haben. Mal sehen, ob ich das irgendwo drauf anwenden kann. Ach, alles hat seinen Platz in der Ebene. Guckt mal, das sind so eine Setdinger wie auch hier. Das heißt, wenn ich sechsmal dieses gleiche Ding mache. Oh, das probiere ich aber aus jetzt. Auch wenn das jetzt vielleicht schlechter ist als das, was ich schon drin habe. Ich glaube, plus 10 auf alle Werte ist nicht falsch. 3, 4, 5, 6. Müssen jetzt 6 sein? Ja. Jo. Mal sehen, jetzt müsste ich ja deutlich mehr Leben haben, ne? Ja. Ja doch. Und auch deutlich mehr Crit. Jeweils denn jetzt insgesamt 10% mehr, kommt das hin? Ich hoffe ja. Sonst wäre es ja echt ein Fake hier. Jedenfalls, so, damit haben wir schon mal das hier. Jetzt wollte ich eigentlich nach Rücken und so und Ringen gucken. Gibt's hier sowas? Nö. Voll verarscht. Okay. So, jetzt haben wir aber wenigstens unsere Dolche und können dementsprechend auch ein bisschen kloppen. Jetzt spiele ich mal 2 Runden. Um mal zu sehen, wie das ist.